14 Jahre bevor das berüchtigte Titanic-Schiff sank, schrieb der Autor Morgan Robertson die Novelle Futility. Es handelte von dem großen, unsinkbaren Schiff Titan, das im nördlichen Atlantik mit einem Eisberg kollidierte. Noch seltsamer ist, dass die Titanic und der fiktive Titan nicht genügend Rettungsboote für die Tausenden von Passagieren an Bord hatten. Zufall?